fände ich irgendwie total faszinierend. Quasi, hier geht die Treppe runter. Fluff. Und ich muss es halt irgendwie hinkriegen, dass ich auf der Distanz zwei Blöcke runterkomme. Und dann kann ich hier ums Eck und dann geht es auf der Distanz wieder runter. Und hier wäre dann quasi gleichzeitig eine Treppe nach oben. Das können wir ja mal probieren, ob das geht. So, da würde ich aber ganz gerne eigentlich eine Holztreppe haben. So. Zack, 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 zack. Vier. Zack. Zack, 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 zack. Vier. So. Also hier die Treppe nach oben. Wobei ich ja eigentlich immer so der Mensch bin. Ich finde, diese Einer-Dinger sind eigentlich viel zu klein. Ich finde, da braucht es schon immer Zweier irgendwie. Ich meine, Einer gehen schon auch, aber. Naja, gut. Für eine Treppe ist vielleicht ein. Ich wollte die Holzdinger nehmen. So. Also, erstmal abbrötzeln. So, Holztreppe. Da, Holztreppe hin. Dann muss ich da aber auch einen Holzblock hin. So, dann wieder Holztreppe. Das ist mir aber eigentlich schon fast ein bisschen zu steil. Das heißt, ich werde es nicht über Treppen lösen, sondern über. Genau. So, dann machen wir das doch da weg. Weg. Der Block war eigentlich in Ordnung. Der Block war okay. Der Block und der und der und. Ich habe kein Holz mehr. Und der. So. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Zack, zack, zack. Acht. Ersetzen wir dich, dann schauen wir doch mal. Das würde bedeuten du, 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 du. Ja. Dann muss ich hier zack, zack sagen und kann hier hoch. Irgendwie sind die im Dunkeln viel dunkler als die anderen. So, zack. Und dann müsste das hier ja ein Block sein. Fluff. Und eigentlich müsste das dann auch schon die Höhe sein, auf die ich eigentlich muss. So, das heißt, hier könnte ich eigentlich. Hier hätte ich eigentlich ein Loch reinmachen können. So, wir versuchen das jetzt einfach mal. Also, da müsste ja ein Slabby hin. Da drüben geht schon mal wieder die Sonne auf. So, hier sind wir 1, 2 nach oben. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall 2 nach unten. So, da wäre ein Slab. Da wäre der Block. Da müsste ein Loch rein. Wäre wieder ein Slab. Da müsste ein Loch rein. So, das heißt, da müsste auch wieder ein Loch rein. Und dann wären wir hier mit dem Slab quasi im Keller. So, dann probieren wir das doch mal. Zack. Ah, wobei ich nicht vergessen darf, dass ich ja eigentlich noch einen Boden verlegen will. Zack.
So. Und dann wäre ich quasi mit dem hier im Keller. Wobei ich natürlich auf 3 will, das heißt, mit 3 wäre ich im Keller. Zack. 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 So, und dann könnte ich hier quasi einen Keller machen. Ui. Das war jetzt natürlich gefährlich, weil so von wegen Loch und allem. So, dann mache ich doch hier mal. Habe ich noch Steine? Ah, ich habe Koppel. Das tut's mir ja. Also manchmal. So, ich will auf Stein. Zack. Genau. Hätte ich vielleicht das Loch ausfüllen sollen. So, und dann kann ich ja hier eigentlich sagen, okay, das ist mein Keller. Und ich könnte jetzt eigentlich hier lang graben, bis ich wieder an Holz komme. Stimmt das? Ja, genau, bis ich wieder an Holz komme. Weil da müsste ja jetzt Luft sein. Tütütütütü. Und dann kann ich ja eh mein Holz wieder verbraten. So. Weil ich dann ja hier quasi eh einen Direktboden mache und nicht diese Fliesen. Das mit den Fliesen ist vielleicht gar nicht so toll. Aber das kann ich mir ja dann noch überlegen, wenn es quasi soweit ist. So. Ich denke, was ich jetzt mal mache, ist, ich hole mal wieder eine Runde Wasser. Und vielleicht transportieren wir die Kiste schon mal gleich in die Bude. So. Also, dich. Und. So. Und dann rennen wir mal schnell da runter und holen eine Runde Wasser. Und eigentlich könnten wir da unten auch gleich ein paar Bäume eliminieren. Wobei ich die Bäume da unten eigentlich mag. So. Ich versuche mal hier von mittendrin irgendwo Wasser zu nehmen. Damit ich nicht zu viel. Damit ich vom Rand nicht irgendwie das Wasser abklaue oder so. Oder verschwinde. Oder die Bus und so. Ich weiß ja nicht, ob das Wasser da nicht irgendwann mal ausgeht oder ob das unendlich ist. Das lässt sich wahrscheinlich konfigurieren. So, hier haben wir quasi noch ein Loch. Zack. Da geht dann Wasser dagegen. So. Hier knall ich noch Wasser hin. Obwohl, warte mal. Wenn ich lieber dich nehme, dann sage ich doch lieber hier. Und dann nehme ich dich nochmal und sag lieber da. Oder da. So, auf jeden Fall wäre es sinnvoll, da wesentlich mehr Wasser unterzubringen. Also so einen künstlichen See anlegen, das ist dann schon ein bisschen komplizierter, wenn man quasi viel Wasser braucht. Im Prinzip müsste ich jedes Feld mit Wasser füllen. So, zack. Zack. Na? Geht gerade nicht. Okay, zack. Zack und zack. Ich hatte halt irgendwie die irrige Illusion, dass wenn ich genug Wasserabdeckung habe, dass die sich dann gegenseitig eh auffüllen. Aber scheinbar muss ich wirklich
eigentlich jedes Feld mit Wasser füllen. So, machen wir mal so. Und dann machen wir hier mal da oder da. So. So. Das ist alles noch sehr skurril hier. Aber was soll's. So, das machen wir vielleicht bei Gelegenheit wieder ein bisschen weiter. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal eine kleine putzige Aufnahmepause und dann überlege ich mir mal, was wir in der nächsten Folge so treiben. Vermutlich an dem Haus hier weiterbauen oder vielleicht auch was ganz anderes. Also eigentlich will ich keine halben Baustellen anfangen, aber die Sache mit dem Keller, die wäre natürlich auch schon geckig. Das wäre schon eine Überlegung. Und generell dieses Haus hier halt einfach bauen und dann mal schauen. Und dann auch schauen, wie es da nach oben geht. Und wenn wir quasi hier oben sind eigentlich, dann sind wir ja eigentlich schon auf dem nächsten Stock. So, das machen wir doch jetzt einfach mal. Zack, zack, zack. Genau. Dann haben wir hier quasi den nächsten Stock. Zack, zack. Und dann ist da auch wirklich zu. So, passt das? Ja, das passt. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Und kann dann hier quasi ein Haus mit einem weiteren Stock, und dann können wir uns eigentlich, dann sind wir auch viel flexibler, was hier die Raum- und Größen- und Anordnungsgestaltung geht und dergleichen. Und ich muss den Spaß hier natürlich eh abtragen, damit wir da einen vernünftigen Boden reinsetzen können. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass wir nicht nur einen Boden reinsetzen müssen, sondern dass wir auch auf die Jagd nach Bäumen gehen müssen, um da vernünftig vorzugehen, vernünftig Material zu haben. So, genau. Das ist immer das, wenn man irgendwelchen Stuss erzählt und keine Ahnung hat, was für Stuss man erzählt. So, dann versuche ich doch mal hier mit der Axt die Tanne umzumähen. Die Tanne mit den Stacheln, die Stacheltanne quasi. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das brauche. Aber man muss ja eh immer erstmal anfangen, damit irgendwelches Kaktus. So, zack, zack, zack. Kaktus-Slabs gibt's nicht. Zack, zack, zack. Gibt's auch nicht. Gibt's eine Kaktustreppe? Nicht genug Kaktus. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen Kaktus und ich habe keine Ahnung, was wir damit machen werden. Gut, aber ich denke, an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal ein bisschen. Wir sehen hier quasi unser Haus in der Grundgestaltung, werden später mal sehen, wie wir da weiterverfahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesitzung vielleicht wieder. Würde mich sehr freuen und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.